Ja, meine Freunde, da bin ich wieder bei Final Fantasy 9. Wir sind gerade auf dem Weg raus aus Limblum und folgen Lilly. Jetzt erstmal schauen, wo wir hier sind. Kann man die Karte... Oh. Ich würde gern... Ich würde gerne die Karte öffnen. Wie ging das nochmal? Select vielleicht. Das habe ich jetzt vergessen zu drücken. Oh, was ist das denn? Angriff! Ach, guck mal an. Was ist das? Zieht HP und MP ab. Ah, cool. Jetzt sind wir zu dritt. Mal gucken, wie viel EP wir bekommen. 46, das ist ja jetzt nicht so viel. Jetzt habe ich halt nicht gesehen, wie viel AP es gibt. Die sehen ja eklig aus. Sie dann zieht viel, mega viel ab und es ist noch nicht mal die Organik oder wie sie heißt, sondern nur die davor, weil ich erstmal dafür das Ability lernen wollte. Oder die Ability, das war die Ability. Kürbisfalle. Das hört sich nachher eine Attacke für Quina an. Glaub an die. Oh, 79 EP. Das ist viel. Ja, wo geht's denn hier hin? Wo sind wir denn hier? Am Arsch der Welt. Natürlich. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Und ich kenne die Monster alle gar nicht mehr. Babuttenkäfer. Verfehlt. Oh, es steht sogar noch nach so einem Feuerangriff. Okay. Das sind ja richtige Krieger. Okay, Zidanda legt sofort. Zidanda hat auch schon mega viel HP. Man hat gar nicht gesehen, wie viel das jetzt abgezogen hat. Einfach eliminiert. Oh, nicht schlecht. 89. Oh, Level 12. Yippie. Oh, vielleicht sollten wir nochmal in die Stadt zurück. Und ein paar Sachen einkaufen, bevor es weitergeht. Toll, umsonst lang gelaufen. Ah, so. Okay. Limblum. Ja, Drachen. Ach so. Wo müssen wir hier irgendwo hin? Chocobo-Wald, da will ich hin, auf jeden Fall. Und da müsste ja... Hier ist die Grotte, ach so, da müssen wir hier hin. Ah, okay. Interessant. Oh. Interessant. Haben wir ja einen kleinen Weg vor uns, der Action geladen ist. Einer nur? Ist jetzt keine Herausforderung. Ich würde sagen, dann gehen wir noch mal kurz nach Limblum zurück. Bam,
Oh, die sind natürlich wieder eine Nummer. Diesmal mache ich das anders, ohne den Sprung. Aber die geben wenigstens uns 389 EP. Das heißt, wir müssen hier fast 300 EP bekommen für die Dinger, wenn wir alleine kämpfen würden mit einem Charakter. Zack. Wir können uns ruhig ein paar Portionen kaufen. Wir haben so ein paar Zelte. Wir haben so viel Geld. Knapp war es noch lange nicht. Und vielleicht finden wir auch noch mal einen netten Speer. Weil ich habe letztens keinen Speer gekauft, weil ich nicht wusste, was Freya für einen hat. Die Freya ist ein Freya. Freya. So, aber der nächste Level Up, Vivi. Boah, der ist nur Level 9 erst. Hier wieder dieser Drachentyp. Oh nein, nicht die. Alle nur nicht die. Okay, die geben extrem wenig EP zurück. Ah, da. Ui. Ich glaube, sogar bei dem Mogwai konnte man was kaufen. Oder bei irgendeinem von denen, oder? Ah, wunderbar. Na gut, jetzt können wir aber trotzdem keine Waffe für Dings kaufen. Für Freie, aber ist egal. Phönixfeder haben wir noch 20. Davon nehmen wir mal ein paar. Goldnadeln, auf jeden Fall. Kandishan. Ah, komm. So. Das müsste reichen. Okay, gehen wir erstmal zum Chocobo-Wald, würde ich sagen. Ach, guck mal, hier ist auch der, ist das dieser Morast? Quis Cus Morasto. Halt, bevor ich hier reingehe, ich glaube, wir sind sogar starke Monster. Wenn ich mich nicht irre, kann mich auch täuschen. Machen wir mal so selten, dass Vivi auch wieder volle Mana hat. Oh, Schluck kalter Kaffee. Schmeckt wie Spucke. Ach ja. So. Jetzt aber rein da. Kriegen wir jetzt Quina schon mit? Ich weiß es gar nicht. Aber wir können auf jeden Fall mal hier reinschneiden. Ach, guck mal, wen wir da an haben. Wohin muss ich eigentlich? Nach Bomesia wollt. Da müsst ihr noch viel weiter Richtung Norden. Erstmal hier. Ich meine, irgendwo waren hier noch Kistchen oder so. Oder? Ich meine, hier kommen auch Gegner. Ich bin mir aber nicht sicher. Hä? Okay. Ach, guck mal, das ging ja schnell. Und das meine ich wieder, das habe ich halt... Man sieht richtig die Nostalgie,
wenn ich sowas sehe, dann kriege ich richtig Gänsehaut. Das erinnert mich auch schon ein Stück weit an Donkey Kong. Dieses ganze Gewirbel hier für Super Nintendo. Aber natürlich auch Final Fantasy 9. Das habe ich halt bei den neuen Teilen wie 13 vermisst. Es gab nicht sowas mit Liebe. So Kleinigkeiten, detaillierte Sachen. Vermisse ich total. Cool. Das Lieblingsgericht des Kisch sind Frösche aller Art. Sie schenken uns Lebenskraft, Mampf. Ich dachte, hier wäre Quina, oder ist sie da in diesem Sumpf? Kann natürlich auch sein. Da ist er. Hungermampf. Willfrösche. Hungermampf. Willfrösche. Sie dann hat einen Frosch gefangen. Du hast einen Frosch bei dir, Mampf? Der Frosch sieht gut aus. Ich liebe Frösche, Mampf. Wer oder was bist du denn? Ich? Mampf? Die gute Quina. Alter zwischen 70 und 90, beidhändlich. 70 und 90? Krass. Das wusste ich gar nicht. Das Bild sieht schon lustig aus. Könnt ihr mir die ganze Zeit angucken. Lustig. Quina. Möchtest du etwa diesen Frosch hier haben, Quina? Und wie, Mampf? Und wie, Mampf? Kannst du gerne haben. Ein Mann, ein Wort, Mampf. Quina hat einen Frosch erhalten. Das ist jetzt mein Frosch, Mampf. Quina, mit dir ist es wohl auch noch nicht weit, wenn du auf Frösche anderer angewiesen bist, Mampf. Dem, 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 dem. Quina, das Fangen unserer heimischen Frösche ist ein leichtes, aber der Weg des Essens ist lang und voller Tücken, Mampf. Aber Meister Quel, unsere Frösche sind göttlich, Mampf. Noch nie sind mir schaftigere Frösche begegnet als hier bei uns, Mampf. Dass du dich mit unseren Fröschen zufrieden gibst, zeigt nur deine Unerfahrenheit, Mampf. Die Welt ist groß und voller essbarer Dinge, die es zu verspeisen gilt, Mampf. Lerne neue Länder und ihre Spezialitäten kennen. Die Welt des Action ist groß, Mampf. Es gibt auch noch andere Länder, Mampf. Daran habe ich nicht gedacht. Mit noch schaftigeren Fröschen als hier, Mampf. Mahlzeit, Mampf. Frösche sind die Leibspeise des Kuhvolkes, Mampf. Andere Länder, andere Schitten. Andere Schitten, Alter. Andere Frösche, andere Küche. Wir Kusch leben auch auf andere Kontinenten, Mampf. Verteilt über den ganzen Globus, Mampf. Kennst du erstmal den Geschmack anderer Frösche, wirst du ganz von selbst den Weg des Essens beschreiten, Mampf. Reichender, würdet ihr Quina mitnehmen und ihm einen Weg die Welt scheinen, Mampf? Solange es etwas zu essen gibt, wird er kein Problem machen, Mampf. Okay, je mehr Verrückte, desto besser. Jawohl, da haben wir die Quina doch. Gibt es da auch viele Frösche, Mampf? Naja, es gibt auch vieles auf dieser Welt, das um einiges besser als Frösche schmeckt, Mampf. Besser als Frösche, Mampf? Unglaublich, das muss ich alles probieren, Mampf. Ich komme mit, Mampf. Dum, 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 dum. Was ist los, Vivi? Der Chefkoch da. Der sieht fast genauso aus wie mein Großvater. Der sieht deinen Opa ähnlich, dieser Meister Quel oder wie der heißt. Ja, vielleicht kennt er ja meinen Großvater. Zieh dann, ich gehe ein bisschen mit ihm reden. Aha. Was gibt's denn, Mann? Farbe ich vielleicht etwas am Mundwinkel? Nein, aber kennst du meinen Großvater Quan? Einen alten Tatterkreisch, der schon heißt, kenne ich nicht. Großvater Quan war wirklich etwas merkwürdig, aber woher kennst du ihn? Das kann ich dir nicht sagen, Mampf. Großvater Quan sah fast genau aus wie du, Meister Quel. Natürlich sehen alle gleich aus.
Weiß echt nichts über ihn? Nein, ich habe wirklich keine Ahnung. Mampf, sehr verdächtig. Komm, Vivi, da kann man nichts machen. Na gut. Der arme Vivi wird immer im Regen stehen gelassen. Ah, jetzt gehe ich da nochmal rein und klopp da richtig einen auf die Schnauze. Konnte ich wieder mit dem Frischefang schon viel Erfahrung sammeln? Stimmt, jetzt können wir auch Frische fangen. Das habe ich ja ganz vergessen. Zidane, darf ich noch ein paar Frische fangen, Mampf? Gut, aber beeil dich. Vielen Dank, Mampf. Zack. Erwachsener Frosch, Weibchen, fangen. Ja, komm. Oh. Spring hier hin, gelber, großer Frosch. Oh. Männchen, jo. Ich sehe, du bist fleischig, Quina. Du bist auf bestem Weg, des geheimen Eschen kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Ja, der Stein. Hab Dank, Meister Quill. Mampf, ich werde nicht aufgeben, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe, Mampf. Ich weiß nur, dass man nicht alle essen soll. Zumindest immer ein, zwei im Teich lassen. Und da dann die Frösche schneller wieder spawnen. Aber es muss dann auch ein Weibchen und Männchen sein. Ich lasse das mal frei. Ja, komm. Ich vertraue darauf, dass das... Oh. 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 Weibchen. Okay. Ich sehe, du bist fleischig, Quina. Neta, sehr nett. Denk mal, der Große wird noch ein Männchen sein. Ups. Einer muss noch gehen. Ich denke, das Große... Der Große wird ein Männchen sein, oder es ist ein extrem großes Weibchen. Okay, jetzt sehen sie irgendwie beide gleich groß aus. Ah. Hoffen wir mal, dass der ein Männchen ist, ey. Froschkönig lassen wir erstmal frei. Ich glaube, dann ist die Produktion der Fröschen noch besser. Ach komm, lassen wir sie einfach so, wie sie sind. Wird auch Zeit. Gut, dann haben wir jetzt die Queen auch in unserem Team. Oh. So, Ability. Ability. Charakter erreicht schneller den Trankzustand. Ah, cool. Humanoid. Ah, okay. Thank you.
Ja, cool. Machen wir das so. Nice. Haben wir wenigstens zum Anlegen eigentlich? Oh. Ich meine Abilities. Doch, hau den Lukas. Okay, gut. Dann sind wir wieder gut bedient. So, als nächstes würde ich sagen, gehen wir zum Chocobo-Wald. Jetzt sind wir nämlich schon zu viert. Ja, jetzt können sich die Gegner mal langsam auf was gefasst machen. Oh nein, nicht die zwei wieder. Oh, kritischer Schlag. Auch Quina zieht auch relativ gut ab. Das ist ja noch ihre erste Waffe. Juhu, Level 10. Ich glaube, bevor wir sterben, erstmal wieder abspeichern, sonst können wir alles wieder in diesem wunderbaren Sumpf machen und darauf habe ich dann keine Lust. Schon wieder die zwei. Können wir nicht andere Gegner kommen? Sie spießt alles mit ihrer Gabel auf. Ah! Portion wurde gestohlen. Scheiß Mistviecher, ey. Und die geben auch so wenig AP. Okay, wir sind gleich da. Verdammt! Ui. Angriffsvorteil, ja wunderbar. Ach stimmt, sie kann ja auch noch fressen. Ah, ganz vergessen. Okay, in diesem Modus sind sie schon, halten sie viel aus. Aber nicht Zidane. Zidane, der zieht genug ab. Jawohl, Level Up. Sowas lese ich gerne. Und ich will mal... Oh nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. Nichts. Okay, noch 8 AP und dann können wir eigentlich die... Organik ausrüsten. Dann geht's. Ich glaube, es sieht noch mal ein bisschen besser aus. Der Chocobo-Wald. Kupo, ich bin der Herrscher dieses Waldes, Männe. Und das ist mein Partner Choco, der Chocobo. Und dies ist Chocoboss Wald. Chocoboss, Alter, der Chocoboss. Ist hier vielleicht ein hübsches Mädchen mit langen Haaren vorbeigekommen? Hm, also ein hässliches habe ich gesehen. Dann ist also nicht hier vorbeigekommen. Ihr Ziel scheint doch Bombesia zu sein. Wir sollten hier nicht unnötig unsere Zeit vertrödeln. Ihr seid in Eile, das sind wir. Dann nehmt doch Chocobo Kupo. Auf ihm seid ihr sicher vor Monstern. Choco, komm her. Er will wohl nicht.
doch, Kupo, bei Menschen, die er nicht mag, ist er schwuppdiwupp verschwunden, Kupo. Choco, komm hierher, Kupo. Oh nein, da muss es eben auch ohne Probe über die Bühne gehen. Hier, Gitzerkraut, damit könnt ihr außerhalb des Waldes Choco rufen, Kupo. Ganz in der Nähe findet ihr Chocos Fußabdrücke, Kupo. Mit Gitzerkraut könnt ihr dort Choco zu euch rufen. Choco scheint euch zu mögen, Kupo. Wenn ihr ihn ruft, wird er auf jeden Fall zu euch kommen, Kupo. Hättet ihr dann Lust auf ein kleines Zubrot, Kupo? Wenn ihr ihn gerufen habt, kommt zurück zu mir und ich erzähle euch mehr davon, Kupo. Okay. Die meinen, da kann man nämlich die Schatzjagd machen. Item. Musste man das so machen? Jo. Choco, geht es dir gut, Kupo? Kera! Ich brauche noch Gitzerkraut. Oh, die sind ja nicht so teuer. Kauf, 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 kauf. Die brauchen wir eh später. Mehrmals, wenn wir den Chocobo verbessern. Willkommen, Kupo. Du wirst dich sicher gut mit Choco verstehen, Kupo. Hat der Chocobo mal sein Herrchen gefunden, bleibt er ihm ein Leben lang treu, Kupo. Aber der Choco ist ausgebüxt, als ich sein Herrchen darauf draufsetzen wollte, Kupo. Ich habe ihm bei seiner Flucht geholfen, Kupo. Seitdem verstecken wir uns hier im Wald, Kupo. Und jetzt zum Thema, Kupo. Choco besitzt seltene Fähigkeiten, vergrabene Schätze zu orten und auszugraben, Kupo. Aber da ich nicht auf Choco steigen kann, brauche ich deine Hilfe, Kupo. Erstmal graben macht 60 Geld. Achso, jetzt kostet es auch noch Geld. Und alles Gefundene gehört dir, Kupo. Eine weise Entscheidung, Kupo. Probieren. Na gut, dann los. Okay. X ist Graben. Mit der X ist ein Graben. Während Chocobo beim Graben in der Nähe zum Schatz und jeweils verschiedene Krähen. Dann heißt es Graben, Graben, Graben. Krähen, nichts in der Nähe. Kerä gefunden. Okay. Achso, ja, loslegen. Krähe, Krähe, Kerä. Kerä, das heißt doch, hier ist was in der Nähe. Kerä, Kerä. Oh, Grab, Grab, Grab. 50 Gil, yeah. Erhaltener Punkt 1, Krähe. Ah, er kann auch schnell laufen, das ist gut. Krähe, Krähe, Krähe. Immer nur Krähe. Immer nur Krähe. Oh mein Gott. Krähe, Krähe. Oh mein Gott. Oh, dieser schlechte Chocobo. Oh, das sieht besser aus. Oh. Los, Grab, Grab. Steintafel mit Abbildung gefunden. Erhaltene Punkte, extra Bonus, erhaltene Punkte 5. Schnabel ist noch härter geworden. Schnabel Level 2. Ja, Schnabel Level 3. Ja, so wollen wir das. Jawohl. Zieht er bestimmt mehr ab beim Graben. Kerä, 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 Kerä. Komm schon, die letzten 6 Sekunden. Oh mein Gott. Nein. Nein. Awesome, vorbei. Okay. Was sollen diese Steintafeln mit Abbildungen sein? Lass mal sehen, Kupo. Auf der Tafel ist ein bestimmter Ort gekennzeichnet, Kupo. Hier liegt sicher ein Schatz begraben. Kein Zweifel, Kupo. Warum gehst du ihn nicht mit Choco suchen, Kupo? Ich nehme dafür auch kein Geld. Außerhalb des Waldes kann man mit der Y-Taste die zu suchende Tafel gewählt werden. Mit der X-Taste wird gegraben. Mir ist etwas Tolles eingefallen. Wir nennen diese Tafel ab jetzt Schokokarte, Kupo. Okay, Schokokarte. Wenn ich so zurückdenke, hätte ich schon länger das Gefühl, dass Choco nach irgendetwas auf der Suche ist. Bestimmt gibt es viele vergrabene Schätze, Kupo. Vielleicht findest du irgendwo Karten, Kupo. Ein bisschen Freiraum sollte bleiben, damit keine Karte weggeworfen werden, Mr. Kupo. Für alles, was sie gefunden werden, werde ich Punkte vergeben und die dann später gegen Items austauschen, Kupo. Wildganskarte, Schattenschweif, Protektring und Kaiserrobe. 10.000 Punkte. Okay, nichts. So, meine Freunde, ich würde sagen, ich beende hier die Folge, denn ich werde hier noch ein bisschen mehr graben. Ich denke, ihr wollt das nicht die ganze Zeit sehen, wenn ich hier 2-3 Stunden rumgrabe.
Gerade habe ich zumindest Bedarf, hier rum zu graben und zu suchen. Also macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, ein Like würde mich freuen. Also bis dann und tschüss.